Hier in diesem Zeugnis kommt gleich wichtige Lehre für die Jesus-Nachfolger, weil wir hineinwachsen müssen in unsere Identität in Christus und sie verstehen müssen, was das bedeutet, denn das ändert alles. Und darum geht es hier. An diesem Tauftag haben wir viele mutige und willige Jesu-Nachfolger gehabt, die bereit waren, für euch öffentlich Zeugnis zu geben. Jedoch, das werdet ihr gleich hören, war es sehr, sehr windig an diesem Tag. Und es fehlte die entsprechende Technik und ja, der Ton ist dementsprechend schlecht. Ich möchte trotzdem einige dieser Zeugnisse so nach und nach veröffentlichen. Hört sie euch an, sie werden euch ermutigen. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, wir brauchen nicht nur eine bessere Technik für unsere Aufnahmen, sondern vielleicht gibt es dort draußen ja einen Kameramann, der uns seine Dienste bei Taufen und vor allen Dingen an unseren Heilungs- und Anbetungsabenden zur Verfügung stellen möchte. Dann melde dich bitte, bitte bei uns per E-Mail. Jetzt gerade in diesem Moment? Hier jetzt auch? Jetzt in diesem Moment? Ja, dann kommt noch mal her. Jetzt, ja, dann kommt alle drei nochmal, ne? Weil das scheint ja der gleiche. Ich habe es schon seit 2007. Ja, das scheint was für Tinnitus hier zu sein. Ja, super, danke schön. Kommt ihr weiter hier rum? Weil ihr seid, ich will das machen mit Tinnitus, ne? Ja, bitte, ne? Ich habe keinen. Ja, genau, genau. Ihr könnt mit beten. Nein. Nein, das kriegt keiner. Sofort wieder weggenommen. Ja, damit wir müssen aufpassen. Das war egal. Also ich möchte etwas zur Jüngerschaft sagen, zu eurer Jüngerschaft, weil ihr sollt jetzt in die Jüngerschaft gehen, ja? Jesus hat uns frei gemacht, können wir mitgehen, ne? Er trug unsere Schmerzen, ja? Aber der Tinnitus ist ja noch da, ne? Was macht ihr jetzt als Jünger zum Tinnitus? Sagt ihr, ich habe noch Tinnitus oder redet ihr wie Christus? Genau, ihr sagt, wenn der Tinnitus jetzt da ist und du merkst ihn, ja? Sagst du mal selber, Tinnitus, geh jetzt weg von mir. Sag das jetzt mal laut. Tinnitus, geh weg von mir. Auf der Stelle in Jesu Namen. Auf der Stelle in Jesu Namen. Amen. Besser? Ich höre das nur, wenn ich meine Ohren zuhalte. Dann halte jetzt zu. Tatsächlich leise. Nochmal sagen. Ich sag das deshalb, weil ihr sollt eigentlich weg von diesem Gebet, weil ich will das jetzt nicht so runter tun, aber ihr seid Jünger, ihr müsst verstehen, dass Christus uns geheilt hat, dass Christus in uns ist. Und jetzt sagst du nochmal, Frechheit, dass du noch da bist, Tinnitus. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst gehen? Frechheit, dass du noch da bist, Tinnitus. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst gehen? Ist weg? Ich höre nur noch den Wind gerade. Sag's laut. Ich höre nur noch den Wind gerade. Und ich hoffe, er sagt, wie hast du das gemacht? Nein, deswegen habe ich ihn sprechen lassen. Ich habe auf dem Herzen, sind viel zu viele hier. Warum sollen wir beten? Also betet, sprecht zum Tinnitus. Weiche von mir, Tinnitus, in Jesu Namen, denn ihr habt Christus, ihr seid Königskinder. Kapiert ihr das nicht, dass ihr aus dem Himmel kommt, was Jesus sagt, ihr seid versetzt an himmlische Orte, dass ihr, Gott sagt zu euch, das sind meine Söhne und Töchter, laufen wir da rum, wir haben noch das, wir haben noch, nein, wir laufen rum, Tinnitus, Frechheit, dass du noch bei mir bist, oder Arthrose, hau ab, in Jesu Namen, so stehen Königskinder da, und das müsst ihr lernen. Das müsst ihr lernen und deswegen, der Tinnitus muss weichen, jetzt, das weiß der geht auch jetzt, aber wenn ihr nicht kapiert habt, was ich euch gerade gesagt habe, sitzt er gleich wieder im Auto drin. Und wenn du dann sagst, ich habe Tinnitus, dann sagt er, danke, ich kann bleiben. Jetzt habt ihr verstanden, was ich euch damit sagen will. Ne? Wenn der jetzt wiederkommt, was machst du dann?
Dann befehle ich ihm in Jesu Namen zu verschwinden, weil er hat da keinen Platz in meinem Leben. Nur Jesus. Amen. Amen. Das macht er vielleicht noch eine ganze Zeit, aber dann ist es weg. Vielleicht ist er auch jetzt ganz weg. Ich kann das nicht sagen, nach welchen Kriterien das geht, ob das zusammenhängt, wie lange man den schon hat, aber ich musste meinen Bluthochdruck auch sehr lange sagen, geh weg. Ne? Das musste ich durchkämpfen. Manchmal muss man Sachen durchkämpfen und sagen, manchmal verschwinden wir durch ein Gebet. Okay, ich glaube, das Ding hat sich erledigt. Gut. Was sagst du, wenn der Tinnitus da ist? Verschwinde, Tinnitus. In Jesu Christi mächtigen Namen hast du zu weichen von mir. Ich befehle es dir. In Jesu Christi mächtigen Namen. Okay, und was sagst du jetzt jede Woche, also eine Woche siebenmal am Tag, was ich dir gesagt habe, die Hausarbeit? Dass mir vergeben ist, weil Jesus mir vergeben hat. Amen. So, das ist gelebtes Christsein, das Spaß. Ich schaue immer noch. Er guckt mich an von der Seite. Kann das? Guck mal da rum. Himmelsbürger. So, Amen.